Vorsichtig schnuppert die kleine Haselmaus, ob keine Gefahr droht. Ein Verhalten, das ihr angeboren ist. Nach und nach werden ihr die Geschwister folgen. Haselmäuse sind sehr scheu und wählerisch, was ihren Lebensraum betrifft. Sie können nur dort überleben, wo es dichte Hecken gibt. Die sind leider selten geworden in unserer Landschaft und die Haselmäuse deshalb auch. Auf Höfen und in Häusern finden wir ein anderes kleines Tier. Es sucht geradezu die Nähe zu Vieh und Mensch. Es ist die Hausmaus. Sie ist kaum größer als eine Haselmaus und ebenfalls nicht leicht zu entdecken. Denn sie versteckt sich gern in Spalten und Löchern. In Ställen, Scheunen oder auf Dachböden fühlen sich die kleinen Nagetiere so richtig wohl. Denn hier ist es warm und trocken. In der Unordnung, die so mancher Mensch gerne hinterlässt, findet die Hausmaus das, was sie am meisten sucht: Verstecke und etwas zu fressen.